So, guten Tag, Leute, willkommen zu Dingensbums. Und letztes Mal haben wir ja mit der Star World angefangen, da machen wir damit jetzt auch weiter, würde ich sagen. So, Star World 4, das Level ist wieder ein bisschen länger, deshalb habe ich hier im letzten Part auch aufgehört. So, hier gibt es einen roten Yoshi. So, die vier farbigen Yoshis haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, für alle, die es nicht wissen. Also, der grüne Yoshi ist neutral, ups. Und der gelbe Yoshi, der kann halt stampfen, wenn er einen Panzer hat. Und der blaue Yoshi kann fliegen mit einem Panzer. Und ja. Und der rote kann halt Feuer spucken, wie man gerade gesehen hat. Und zum Thema, der grüne Yoshi ist neutral. Welche von diesen vier Fähigkeiten er hat, richtet sich nach der Farbe des Panzers. Wenn er gelb hat, stampft er. Wenn er blau hat, fliegt er. Wenn er rot hat, dingenst er. Also der spuckt Feuer dann. Oh, jetzt haben wir jetzt hier eine Feder, weil ich Bock hab. Einfach mal so. Oh, gib mir den Key und ab ins Schlüsselloch und Schluss. Aus und vorbei. So, und wenn er halt eine grüne Shell hat, die seiner Farbe entspricht, dann spuckt er die halt einfach wieder aus, ohne irgendwelchen Krams zu machen. Ja. So viel zu den Yoshis und zu den Fähigkeiten. Für alle, die es nicht verstanden haben, tut mir leid, ich bin schlecht im Erklären. Wie ich hier jetzt so, und wieso ich jetzt so schwul mitsumme, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist halt so eine Angewohnheit, das müsst ihr verzeihen. Das tut mir leid. So, und hier holen wir jetzt halt das Normal Exit. Also den normalen Ausgang. Nein, 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 wehe, du stirbst jetzt, du. Danke. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das ist mein Tod. So. Und in diesem Level spielt aus irgendeinem Grund die falsche Musik. Denn eigentlich ist es ja nicht das Athletic-Theme aus SMB. Aber egal, hier gibt's wieder unsere Lieblingsminzschlange. Und die muss man diesmal einfach nur gerade lotsen, also keine Sorge. So. Geh da rüber. Was? Hilfe. So, und dann muss man hier halt hoch. Oh, hier holen wir jetzt einfach nur noch einen Pilz, weil wir es können. So, und für den Secret Exit muss man, wie man hier sehen kann, alle Switches gedrückt haben, also. Sonst kann man auch nicht da das Secret Exit tun und demzufolge auch nicht in die Special World. Das ist die Spezialwelt, die machen wir aber erst, wenn wir hier das Normal Exit gefunden haben. Also in diesem Part wird noch angefangen, aber wir schaffen es in dem Part nicht mehr. Das wird dann wahrscheinlich dann im nächsten Part beendet, würde ich sagen. So, Lieblingsbra. Hilfe. Einfach nur auf Fast Forward drücken, dann hört es schon irgendwann auf. So. So, jetzt mal eine Runde fliegen. Ihr habt ja den Blockschlangenabschnitt schon normal gesehen. Da brauche ich den nicht noch extra so zeigen. Fuck you. Das ist aber nicht freundlich. Das finde ich echt nicht nett. Du blödes Viech. So. Oh, hier kann man halt mit der Schelle ein paar Viecher wegmachen. So, und hier ist dann halt das Ziel. Und jetzt fangen wir mal mit der Star Road an. Also, oder mit der Special World. Genau, Ali. Die in der Star Road sind die für SMB-Verhältnisse die Level alle recht schwierig. Gnarly ist noch recht einfach und das habe ich auch schon als Kind, also beim ersten Mal durchspielen, schon beim ersten Mal geschafft eigentlich. Und den P-Switch braucht keiner, den habe ich auch nie verstanden, warum der da ist. Oh, wieso löst du die Ranke nicht aus, du Sack? Okay, hier war, ich wollte gerade sagen, dass hier ein Pilz ist. Aber hier war eine Feder, weil man schon einen Pilz hatte, so. Jetzt ist das Teil weggescreen, weil das Ding jetzt ist. Und dieses Level mag ich auch irgendwie. Einfach, weil man hier so schön runterfallen kann. Hui! So, stirb. Und hier hat man halt P-Switch-Invasion. Ich schaff diesmal keinen Double Grab, weil ich zu blöd dafür bin. Tut mir leid. Das ist halt so ein Glitch, mit dem man beide P-Switches auf einmal tragen kann, für alle, die es nicht wissen. So, hier kriegt man halt eine Münze und dann gehen wir mal mit dem Teil ins Ziel und holen uns noch ein Leben.
Und das Level, das jetzt kommt, das ist allgemein verhasst. Ich kenne irgendwie niemanden, der Tubula mag. Und das aus gutem Grund. Denn, nicht deswegen, sondern deswegen. Weil man hier mit dem hübschen Gegenstand namens P-Ballon die ganze Zeit so rumfliegen muss und sich dabei nicht von diesen doofen Ärschen treffen lassen darf. Und deshalb ist das Level, wie gesagt, verhasst. Okay. Oh, hier kann man durch. Oh, aber wovor man sich hüten muss, sind diese komischen Viecher, genau die hier, die diese Shells so runterschießen. Nein! Oh, ich dachte schon, ich wäre jetzt tot. Oh, hier kommt man halt ins Ziel. So, gleich zum ersten Mal geschafft. Way cool, dieses Level mag ich auch, weil man hier schön cheaten kann. Wenn man auch nur die richtige Dingens-Knopf-Kombi gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das ist. Scheiße. Aber ich glaube, die ersten beiden Male nicht drücken. Dann beim dritten Mal musste man den drücken, oder nee? Doch, beim dritten Mal musste man den drücken. Und dann hätte man da in diese Röhre reingekonnt, hätte sich einen Yoshi holen können und dann mit den Flügeln den ganzen Scheiß beenden. Aber ich war ja zu blöd dazu, von daher. Ne, ne, ne. Und ich glaube, die untere Route wäre zwar günstiger, aber egal. Schafft weiß da so auch. Und außerdem gibt's Yoshi-Coins. Oh, hier wäre man aus der Röhre rausgekommen und hier hätte es Flügel für den hübschen Yoshi gegeben. Wenn ich das jetzt auch besser gemacht hätte. Aber wow. So. Aber wirklich schwer ist das Level auch so nicht. Ich habe das nur damals so gemacht mit dem Yoshi, weil ich das allzu blöd war, um das dann normal zu machen. Aber wie gesagt, da war ich noch ein kleiner Bub und ein Noob. Ups. Bäh. So. Awesome. Das Level ist gar nicht mal so awesome. Das ist richtig kacke. Zumindest fand ich das als Kind. Heute finde ich das ja eigentlich relativ einfach. Aber ich stelle mich hier gerade mal wieder extrem skillig an. Also, das finde ich überragend, was ich hier tue. Sehr überragend. So, hier schießen halt die Viecher ein paar Shells. Deshalb muss man hier eigentlich aufpassen. So, und jetzt schnell sein, wenn man den P-Switch gedrückt hat. Schnell sein. Ich sagte schnell. Oh, und dann kann man sich hier nämlich den Stern schnappen, denn ohne Stern ist man hier ziemlich am Arsch. Einfach, was einfach daran liegt, dass hier zu viel Zeugs rumfliegt. Aber jetzt nicht runterfallen, hier ist es rutschig. Und hier muss man aufpassen, hier muss man einen Cooper Jump hinlegen und solange der Stern aktiv ist, nicht auf den raufspringen. Das habe ich damals auch nicht gecheckt, aber ich habe es beim ersten Mal geschafft, immerhin. So. Groovy, dann machen wir das Level Groovy mal. Und irgendwie gibt es gerade Hintergrundgeräusche, aber egal. Eigentlich braucht man hier einen Yoshi, aber ich bin zu faul, um den jetzt zu holen. Hoffentlich fehle ich jetzt deswegen nicht. Oh, wenn man Yoshi hat, dann sind sie die Pokis 5 Dinger hoch, aber so nur. Oh, hier sollte man sich einen Stern holen, weil hier zu viel Kram sonst rumfliegt. Und dann hier schnell sein, denn der Abschnitt am Ende ist besonders kacke. Oh, jetzt schnell durch, ich will nicht sterben. Yes! Ich habe solchen Skill. Es ist unglaublich. Sonst habe ich mich da immer deutlich fähiger angestellt. So, Mondo. Das ist eigentlich mein absolutes Hasslevel aus dem Spiel. Viele mögen das Level, das danach kommt, ohne zu spoilern, jetzt nicht. Aber ich finde das hier eigentlich 10-mal schlimmer. Einfach weil ich da früher viel häufiger verreckt bin. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ups. Uppa. An den Stern komme ich jetzt nicht ran. Und das, genau das mag ich an diesem Level nicht. Hammerspinner. Zu viele Hammerspinner. Hammerspinner und Wasser. Die schlimmste Kombi, die es gibt, weil man denen einfach kaum ausweichen kann, wenn die Hämmer so schnell sind und Mario so lahmarschig. So. Und hier ein bisschen nach vorspulen. Dann kann man sich den Pilz hier grabben. Aua. Die Äpfel sind so sauer. Okay. Ohne Fail klappt das natürlich nicht. Das war schon sowas von klar. Uah.
Also, hier ist nämlich ein Yoshi drin. Was mache ich da für einen Dreck? Eigentlich würde ich die rote Shell gerne behalten, weil die eigentlich sehr nützlich ist. Oh, Pilz, ich will Pilz. Wir waren hier nochmal ein Pilz. Scheiße. Hier gab es gar keine Pilze mehr. Oder nee. So, den roten schnapp ich mir jetzt mal. Weil ich... Wehe, du stirbst jetzt, du Bobasack. So. Und dann kann man nämlich diesen netten Hammerbruder hier hinten abmetzeln, was mir leider nicht gelingt. Fuck you. Oh, ich mache jetzt in diesem Part die Special World zu Ende, auch wenn der Part überlänger. Das ist mir jetzt wurscht, weil nachdem ich jetzt so gut vorangekommen will, möchte ich da jetzt hier nicht verkacken. So, mach fast forward, du. Danke. Jetzt bin ich selbst zu blöd, um da irgendwie ranzuspringen. Ohne Fail scheint es hier wirklich nicht zu gehen und jetzt komme ich da nicht hoch, jetzt muss man halt warten. Ihr seht schon, dass das Level nicht gerade schön ist. So, hi Yoshi. So, gib mir den Panzer, dann kann ich die wenigstens abbrutzeln. Oh, hier war nur Geld drin, das weiß ich sehr wohl noch. So ein schlechtes Gedächtnis habe ich nicht. Oh. Oh, du kommst jetzt auch noch mit. Oh, stirb, Fische, stirb. Keiner mag euch, ihr seid hässlich. Wo kam denn der Arsch jetzt her? Ich weiß auch nicht, wo der herkam. Oder nee, Planänderung, wir machen die... Ach, keine Ahnung, was wir machen. Kommt jetzt halt drauf an, wie lange das dauert. Aua, aua. So. So, verpisst euch, ihr Viecher. Was? Oh, hi, Yoshi. So, und wehe, du verreckst mir jetzt nochmal am Ende, dann werde ich dich umbringen. Du war Dinosaur. Aua, spring drauf, du Sack. Spring drüber, du Sack. So, nochmal. Ne? Der große Vorteil an Yoshi ist, dass er auf den Manchas nicht sterben kann, wer es noch nicht bemerkt hat. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr an ihm schätze. Ups. Unten lang gehen ist nicht so ratsam, das lerne ich daraus. So. Aua. Wieso sage ich immer Aua, wenn ich kurz vorm Verrecken bin? Das macht irgendwie keinen Sinn. Naja, eigentlich doch, aber nervig ist es ja schon. Möchte ich mal meinen. Oh, so. So, du kommst darüber, yes. So. So macht man das. So macht das ein geskillter Spieler, wie ich. Angeb. So. Oh, mein Gott, nimm doch mal den Yoshi. Ja, wie gesagt, es war schon vorauszusehen, dass ich hier den ganzen restlichen Part verplant habe. Da machen wir für die nächsten Level doch noch einen extra Part, würde ich sagen. Aua. Yoshi. No, Yoshi. Aua. Aua. Oh, gib mir deinen Panzer, du Sack. Und jetzt drunter her. Stirb! Arschloch! Du bist nicht gestorben, was soll der Dreck? Aber dafür haben wir den jetzt wenigstens weggekriegt. Oh. Oh, hier kann man saven und dann würde ich sagen, das war's. Die letzten beiden Level kommen im nächsten Part, auch wenn das nur 5 Minuten dauert. Ist mir jetzt wurscht. Ich möchte jetzt hier Schluss machen, oder? Ja, wir machen jetzt Schluss. Tschüss, Sikowski.